Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge How to Platoon. Wie immer von und mit eurem an die Arbeit. Ziemlich abrupter Beginn hier in diesem Gefecht. Das liegt einfach daran, dass mein Spiel da mal kurz abgekackt ist. Aber das ist gar nicht schlimm, denn wir haben gar nicht viel Zeit verloren. Kurz zu diesem Gefecht vorab. Ich bin hier im Zug mit dem Roman von der CSA, der mich da in einen dynamischen Zug eingeladen hatte, ein, zwei Gefechte vorher schon. Und an diesem Abend sind wir da zusammen ein bisschen zugefahren. Und das war somit das erfolgreichste Gefecht an diesem Abend. Und deswegen wollte ich das gerne euch zeigen. Roman fährt im ausgebauten E50. Ich fahre immer noch mein T-54 mit der T-44 Kanone. Und wir sind hier auf Enns gelandet. Für die 9er Medis eigentlich eine ganz gute Karte. Wir haben uns hier in der Mitte der Map postiert, einfach um zu sehen, wie wird sich dieses Gefecht hier entwickeln. Wir haben schnell erkannt, dass sich hier das ganze Schwermetall in die Stadt bewegt hat und jetzt versucht, unsere Heavys hier rauszunehmen. Deswegen versuchen wir als Top-Tier-Medis unsere Heavys in der Stadt so gut wie möglich zu unterstützen, indem wir einfach bisschen flankieren, bisschen in die Seite schießen, die ganzen Medis da ein bisschen runterschießen, um dann hier die Stadt verteidigen zu können. Wir dachten uns in diesem Moment, dass wohl ein aggressiver Gegenpush das richtige Mittel ist, um diesen Heavy Push in der Stadt aufhalten zu können oder zumindest den Heavy so weit Schaden zuzufügen, dass der Rest unseres Teams, der sich hier nicht in der Stadt befindet, zu ermöglichen, dieses Gefecht noch zu drehen. Wir lenken hier den Super Pershing bzw. alles, was in der Mitte so steht, ab, damit unsere Heavys wiederum vielleicht ein bisschen Schaden machen können. Der VKB hier zum Beispiel ist voll im Gefecht mit unseren Heavys, sodass ich ihn schön in die Seite schießen kann, ohne dass er mir Schaden zufügen kann. Jetzt hat er sich wiederum auf mich konzentriert, was vielleicht unseren Heavys ermöglichen könnte, darauf zu wirken. Aber wie ihr auf der Minimap schon seht, die gegnerischen Heavys sind immer noch dabei, unsere wegzudrücken. Die sind jetzt mittlerweile schon in der Unterzahl. Deswegen müssen Roman und ich jetzt hier wirklich hart pushen, dass wir da hier diesen Heavy Push noch aufhalten können. Wir konzentrieren uns dabei natürlich zuerst auf die Low HP. Der KV-3 wurde hier gerade schön rausgenommen. Der E-75 sollte hier eigentlich auch sofort sterben, aber leider habe ich die Turmkuppel hier nicht mehr reinbekommen. Deshalb ist es mir leider vergönnt, mit 200 mm Durchschlag die E75 Wanne zu durchschlagen. Ich habe auch leider hier die obere Wanne getroffen, deshalb war das wohl eher nichts. Jetzt versuche ich hier diesen STI oder ST1. Das ist immer so diese innere Diskussion, die ich mir selber stelle oder die ich mit mir selber habe. Ein theoretisch müsste es ja ein STI sein, denn die 1 sieht bei World of Tanks irgendwie ein bisschen anders aus. Ja, der erste Schuss in die untere Wanne ging souverän durch. Die nächsten beiden Weiß-Killshots sind natürlich nicht. Aber Roman im E50 nimmt ihn da souverän raus und kämpft jetzt gegen den AMX-30. Und da versuche ich ihn so gut wie möglich zu helfen. Hatte natürlich noch eine Goldschelle drin. Davon ist der AMX-30 gar nicht so begeistert. Aber dadurch, dass ja die Aussicht besteht, dass wir hier dieses Gefecht sogar noch drehen könnten, ist mir hier sozusagen jedes Mittel recht, um den gegnerischen Panzer zu durchschlagen. Und zur Not muss dann halt auch mal Gold für den AMX-30 erhalten. Mal abgesehen davon, dass ich nicht die Zeit habe, jetzt nochmal normale AP reinzuladen, nur weil ein AMX-30 vor mir steht. Ja, so, Super Pershing wird jetzt gemeinsam angegriffen. Roman von links, ich von der anderen Seite. Super Pershing hat null Chance gegen uns beide hier. Mittlerweile der 7. Kill von Roman. 2 Kills habe ich momentan. Wir könnten sogar noch den entscheidenden Beitrag schaffen. Der T-34 möchte den WZ-120 angreifen. Deswegen halte ich schon mal vor. Und leider breite ich hier ab. Warum auch immer. Wer weiß, was ich da getroffen habe, dass ich da nicht durchkam. Aber der T-34, der will es da direkt nochmal versuchen.
Und diesmal kriegt er auch eine rein. Ich weiß, Sidescrapen mit dem T54 ist meistens ziemlich sinnlos. Aber versuchen kann man es trotzdem. Hier kommt die Bulldogge. Das ist der 12. Kill von uns beiden und entscheidender Beitrag. Wie immer möchte ich euch natürlich die Endergebnisse nicht vorenthalten. Wie ihr seht, habe ich eine Menge Panzer angeschossen. Ich habe bekommen die 2. Klasse, das Wirkungsfeuer, den Kämpfer, den Duellant, den Hand of God und den Schläger. Natürlich gibt's die Waffenbrüder, den Unterstützer und den entscheidenden Beitrag. So sieht das Ganze jetzt aus der Sicht vom Roman im E50 aus. Die Panzerliste, die Panzer, die er beschädigt hat, die ist nicht weniger lang als meine. Er hat in diesem Gefecht bekommen das Panzerass, Wirkungsfeuer, Duelland und Schläger. Natürlich gibt's für 8 Kills die Red Label Orders, Waffenbrüder, Großkaliber, Krieger und er hat natürlich auch den entscheidenden Beitrag bekommen. Schauen wir uns nochmal die Teamliste an. Am Ende heißt das für Roman 5600 Schaden, 8 Kills, 1400 Basiserfahrung. Bei mir sind es dann am Ende 3000 Schaden geworden und die 4 Kills macht insgesamt 12 Kills alleine von uns zwei. Und der WZ120 hat noch einen ganz guten Job gemacht. Mit 3600 Schaden ist er da auch gut dabei. Natürlich habe ich hier ordentlich Minus gemacht, aber das war mir das Gefecht einfach wert. Ich hoffe, euch hat dieses Gefecht auch gefallen. Wenn dem so ist, dann bitte Daumen nach oben oder wer noch nicht getan, abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns mal auf dem Schlachtfeld. Bis dahin, haut rein!